Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4, das Remake. Wir sind hier noch im Dorf unterwegs und müssen uns jetzt hier irgendwie... Okay, Moment. Plan. Mein Plan ist, keine Ahnung, ob das schlau ist oder dumm. So, wir machen sie jetzt hier schnell. Gehen dann ihn hier erledigen. Bam! So. Jetzt müssen wir da hinten hin. Das heißt, ich muss durch das Haus durch. Richtig? Und hier ist doch irgendwo dieser... Die hatten doch hier auch... Hier war doch auch irgendwie der Köter, ne? Hatten die das nicht irgendwie... Ah ne, hier hinten ist der Hund. Jetzt überlege ich gerade, ob wir das mit dem Hund, mit Ashley halt einfach mal schnell in Angriff nehmen. Könnten wir ja eben eigentlich mal fix, oder? Na komm. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen da ja eh nochmal irgendwie hin, aber... Dann nehmen wir das jetzt einmal eben fix in Angriff. Ich will nur nach Hause. Ja, das glaube ich dir. Okay. So, jetzt bleibst du bitte ein bisschen zurück. Das war doch hier, oder? Genau. Haus des Dorfes, verstehst du? Wir müssen den wilden Köter kümmern, der im Dorf sein Unwesen treibt. Okay, ich glaube, wir müssen da einmal durch. Vielleicht ist er auch im Haus. Das wäre halt crazy. Also ich glaube fast nicht, dass der im Haus ist, aber da hinten ist der Ausgang. Warte mal, dann müssen wir hier, da. Oder kommt es noch? Hä? Haus des Dorfvorstehers. Ja, gut. Können wir mal gucken gehen. Das war ja das Klo. Frage ist, ob ich das jetzt hier nochmal ablaufen muss. Aber, ah, wartet mal. Oh, wartet, ich habe eine Idee. Ah, da gab es auch noch eine Stelle für zu zweit hoch. Ich weiß halt nicht, ob wir hier eh nochmal hinkommen, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt eh hier sind. Können wir das halt auch nochmal testen. Okay. Ich weiß immer noch nicht, ob das so schlau ist, aber... Oder ob ich einfach schon wieder vorauseile und greife, aber wir werden das rauskriegen. Okay. Was ist das hier? Hi. Ja, das, ich bin mir auch noch nicht so sicher. Ah, hier ist auf jeden Fall schon mal gelbes Kraut. Aufzeichnung des Dorfes Band 2. Die Männer jubelten, als sie sahen, wie das Boot über den See schnellte. Dieser hervorragende Benzin wird uns den Fischfang deutlich erleichtern. Das Eisenwerk wurde erst vor einem Jahr erbaut und doch leistet es unserem Dorf bereits gute Dienste. Unsere Sicheln und Messer glänzen wie nie zuvor. Die zwei Fische, die uns der neuliche Handel beschert hat, fressen nahezu alles und entwickeln sich prächtig. Auch die Fischfarm im Sumpf hat exzellenten Fortschritt gemacht.
Fortschritt gemacht. Tagsüber unterrichte ich die Kinder im Lesen und Schreiben und in der Mathematik. Jeden Abend esse ich mit einer der Familien und mit, um mir ihre Klagen und das neueste Gerede anzuhören. Und all dies unter dem Dach eben dieses Heims, das wir gemeinsam errichteten. Seit ich das Dorf der Außenwelt geöffnet habe, entwickelten wir uns gut und die Menschen sind glücklicher. Sie haben sogar begonnen zu lächeln. Eine seltsame Gruppe Männer in schwarzen Roben ist aus der Burg ins Dorf gekommen und hat eine unheilvolle Flagge mit einem Insignie drauf gehisst, die wohl eine Spinne darstellen soll. Ich finde, es sieht immer eher aus wie eine Libelle. Nachdem sie etwas von Erlösung und Vergebung gepredigt haben, haben sie uns etwas injiziert, von dem sie behaupten, sie würden uns uns vom Wahnsinn heilen können. Können wir ihnen vertrauen? Ja, wohl nicht so. Porträt eines Vaters, bitte bewache an meiner Stelle das Dorf und mögest du Foto stets mit deinem Lächeln zieren. Okay. Okay. Diese Scheißpuppe. Wie sie mich dezent nur wahnsinnig gemacht hat. Okay, hier ist auch nochmal so ein Bild. Oder der Fabrik, das lang ersehnte Eisenwerk. Okay. Aufzeichnung des Dorfes von 1. Der Älteste hat mir heute das Dorf anvertraut. Er sagte mir, dass ich mich nach und nach mit meinen Aufgaben vertraut machen kann. Ich werde damit beginnen, ein Buch über das Dorf zu führen. Ich bin noch nicht so gut mit Worten, aber der Älteste ermutigt mich. Ich werde mein Bestes geben. In der Hütte beim See wohnt ein Junge mit seinem Großvater. Seine Mutter starb offenbar bei seiner Geburt. Der Großvater redet nicht viel, aber der Bursche ist sehr aufgeweckt und lebhaft. Heute hat er mir wieder eine Geschichte von dem Ritter erzählt, der einen Esel reitet. Der Großvater des Jungen ist erkrankt und sein Zustand verschlechtert sich mit jedem Tag. Der Junge macht sich große Sorgen und es geht das Gerücht um, im Dorf mache sich der Wahnsinn breit. Als ich gehen wollte, zog der Alte mich zur Seite und sagte, wenn etwas passiert, weißt du, was zu tun ist. Ich habe nur genickt. Es war eine furchtbare Nacht. Alle standen um die Hütte versammelt und sahen dabei zu, wie sie niederbrannte. Der Junge sagte kein Wort. Selbst als der Morgen anbrach, stand er noch regungslos da. Am nächsten Tag war er verschwunden. Gruselig. Eine antike Kamera. Ah, oh, dieses Kind sieht so creepy aus. Ein Foto des Jungen mit seinem großen Familie Navarro, 1981. Die Kamera ist wahrscheinlich ein Schatz, ne? Ja. Okay. Das war's doch dann hier. Okay. Gut. Ja, dann komm, Kind. Wer ist das? I feel it. Ja, wo ist denn der Hund denn jetzt hingerannt? Ist der jetzt weg? Muss ich da jetzt wieder rein? Damit er gleich wieder auftaucht? Ist das ätzend. Okay. Oder ist er jetzt, also hatte ich nur diese eine Chance?
Ja gut, ich glaube, das war's dann halt mit dem. Ja, okay. Egal, es war ein netter Versuch. Dann lassen wir das jetzt mal so. Okay. Ach, hier ist er. Oh, hi. Au. Oh nein. Was bist du denn für ein Drecksvieh? Nee, nee, nee. Oh, ich hasse es. Okay, das war eine dumme Idee. Okay, das hat richtig gut nicht funktioniert. Shit. Ja, mein Problem war, ich hatte sie wieder so nah bei mir. Und eigentlich hätte ich sie weiter weglassen sollen. Das war halt dumm. Das war halt richtig dumm. Okay. Okay, du kannst. Bleib. Moment. Hä, du kannst? Sie soll weiter wegbleiben. Ach so, stopp, wir machen das eben noch mal schnell fertig. Weil ich glaube, ach, das macht doch dann auch wieder mehr Gesundheit. Dann nehmen wir doch, futtern wir doch das. Ja, guck mal. Nee, du sollst weg. Ja. Na komm. Aua. Ich hasse diesen Köter. Au. Ziel neutralisiert. Oh Gott, das hat jetzt aber auch 100 Jahre gedauert. Aber ist okay. Ich habe es überlebt. Ich hoffe, es hat sich wenigstens gelohnt. So, jetzt müssen wir in das eine Haus. Achso, halt, stopp. Wir müssen jetzt hier rauf und dann über die Dächer. Ach, guck mal. Nee, das wollte ich nicht. Aua. Ja. Verletzt? Nein, alles gut. Oh, Gott sei Dank. Kurz verkackt, aber wir haben es hingekriegt. Okay, ich mache noch einmal Flintenmunition. Damit wir die dann nämlich jetzt auch einmal nachladen können. So, jetzt müssen wir hier runter. Okay.
Dann komm. Hier geht es doch jetzt weiter. Jawohl, ja. Okay. So, kurz mal orientieren. Ah, jetzt kommen wir zum Bauernhof. Ja, nice. Entferne dich. Ja. Lass das mal speichern, dass mir hier zu. Ey, ich bin halt hart angespannt. Ich bin richtig hart angespannt, Leute. Verdammt! Aua! Was war das denn? Ich dachte, der wäre tot. Ich habe den gerade gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Alles verbraucht. Okay, Ashley. Komm. Komm, bleib bei mir. Okay. Das wird ziemlich hell. Augen zu. Okay. Okay. Ich muss mich kurz orientieren. Okay. Mach schnell auf. Mach schnell auf. Okay. Schnell raus. Weiter. Okay. Und da hinten ist noch der Wegschrein. Okay. Ob wir das hinkriegen? Schnell hier, Nahkampf, bam. Nahkampf. Ich will den Dicken loswerden. Oh Gott. Shit. Das war dumm. Ja. Es war wahrscheinlich unnötig, aber ich wollte den Dicken loswerden, Leute. I'm so sorry. Ihr werdet mich wahrscheinlich dafür hassen und sagen, es ist so dumm. Ich hätte halt einfach durchrennen sollen. Aber ich wollte ihn einfach so unbedingt. Ja. Sorry. Wie gesagt, ihr sagt wahrscheinlich eh, dass es hart unnötig war. Aber für mich war es wichtig. Okay. So. Hi, Dude. Warte, war hier gerade noch irgendwo was? Kannst du kurz rausgehen, Ashley? Ich hätte gerade gedacht... Ach nee, das war wahrscheinlich nur die Tür aufmachen. Hey, Kumpel. Ich habe einen Auftrag erledigt. Was kann ich dir Gutes tun? Ich würde gerne verkaufen. Und zwar diese Pfeife, die Kamera und den Seidenkristall und den Armreif. Im Grab, Fremder. Oh. Dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Das freut mich. Dann reparierst du mir jetzt erst einmal mein Messer okay. Und machst die Angriffskraft langsam höher. Verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Und jetzt müssen wir uns einmal überlegen, mache ich das bei der Schrotflinte oder bessere ich die erst auf?
Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Die Angriffskraft, wenn wir die jetzt erhöhen, ist es noch Tuning. Die. Ja, komm, wir machen die. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Mm. Wirst schon sehen. Und hier die Feuerrate. Bist du weil ich das Bolzending ziemlich nice finde. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Na dann, was kann ich für dich tun? Okay, der Koffer... Oh, mein Rücken der labert auch die ganze Zeit. Die sind wohl nicht spurlos, erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe zu finden. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Dann tauschen wir das. Mhm. Haha, gute okay. Instinkte, Fremder. Kann... Wer... So, wo konnte ich jetzt den Koffer? Was hat er gesagt? Ich habe mich aufgepasst. ich hatte das Standardschild und ich habe es einfach wieder nicht gelesen. Das ist so wieder typisch ich. Upsi. Upsi-dupsi. Wo könnte ich jetzt den Koffer? Können wir noch mal kurz drüber reden? Wo ich das machen konnte? Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben? Das willst du nicht wissen. Wo habe ich das denn gemacht? Mit den... Beim nächsten Mal. Ach hier, bei der Schreibmaschine war das, ne? Koffer anpassen. Ja! Eigenschaften des Koffers 5 erstellen. Und der ist halt mit mehr Rohstoffen. Ja, ich glaube, das machen wir. Ja, genau. Und hier war die Aufbewahrung für die... Ja, okay. Oh Gott. Ja, es ist... Danke, dass mir das nochmal gesagt wurde. Ich habe das völlig verdrängt. Okay. Ja. So, wir gehen einmal hoch. Ach nee, wir brauchen ja gar nicht hoch. Ach, falsch. Runter. Ashley, vergiss es. Komm mit. Wir müssen hier lang. Mein Fehler. Sorry. Okay. Ach ja, ich erinnere mich. Ganz dunkel. Bin ich nicht schon mal über diese Hängebrücke gelaufen? Weil wir sind doch da... dann da hingekommen. Ich war doch hier schon mal. Ich war doch hier definitiv schon mal. So. Alter. Hey, hier drüben. Du. Hey, hör zu, wegen vorhin. Ja, lass hören. Hey, du hast die vermisste Senorita gefunden. Die Senorita hat einen Namen, okay, Ashley. Und Sie sind? Ich bin Luis. Encantado. Schön. Das wäre geklärt. Also, wer bist du? Und was machst du hier? Beantworte ich gern, aber leider... Versteck dich, los! Wenn das so ist... Hier, hilf mir! Ashley, schnell! Geh! Okay, spielen wir. Yay! I love my life. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen, dass es eine Horde Monster ist. Ja. Fertig mit Aufwärmen? Vergiss nee, warte. Ja, ja, halt die Klappe. Möchte das einmal kurz zuschieben. Entspann dich. Und dann haben wir doch hier noch Bretter. Die können wir doch 100 pro hier davor nageln. Das sollte erstmal halten. Dann haben wir theoretisch
nur noch das eine Fenster hier. Also theoretisch. Okay, theopraktisch haben sie den Schrank auch kaputt gemacht. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Theoretisch. Ah, nice. Ich kann beide zusammen. Das ist ja nice. Das hält er ja auf jeden Fall, ne? Oh, Luis, was kannst du eigentlich? Hallo, was ist denn mit dir? Wer hat denn dir das erlaubt, Fräulein? Oh nein, meine Munition. Ah! Ach nee, jetzt geht das los. Was ist das jetzt? Mama! Okay. Oh, da habe ich nicht auf... Habe ich gerade nicht aufgepasst. Hä? Ich muss überleben. Ich darf nicht sterben. Bam. Shit. Zu langsam. Moment, ich hatte doch hier gerade noch irgendwo... Warte, wir haben doch hier eine Handgranate gefunden, ne? Hallo, ich habe ein Geschenk für euch. Ja, ich bin ja dabei, dir zu helfen, Kumpel. Ich brauche auch Hilfe. Mama... Verliert hier auch... Ah, Bretter. Verliert hier... Können wir die nochmal davor machen? Danke. Da ist nochmal grünes Kraut. Danke. Ja, ich brenne. Das ist gerade mein Problem. Ah, es ist so chaotisch. Gott sei Dank. Können wir hier nochmal, haben wir hier nochmal kurz. Ondi! Falsche Taste. Ich wollte das machen mit dem Abwehren und ich habe einfach die falsche Taste gedrückt. Ne, Leute, es ist einfach mega Monster Pain. Es ist einfach Monster Pain, wenn man halt einfach die falsche Taste drückt, weil man einfach dumm ist. Hey, dachte mir, entreißt du die Gesellschaft? Den müssen wir. Nein, unter, du musst die Wandlung unterbrechen. Nein! Das wird ziemlich hell. Ja, können wir. Aua, ich bin blind. Ja, ich bin dabei. Hallo, hallo. Der verwandelt sich da unten jetzt, glaube ich, auch gleich noch. Aua. Ach, nee. Können wir nochmal ganz kurz... Ja, ich laufe nochmal runter. Kann ich die hier kurz festmachen? Danke. Okay, das sollte passen. Müssen wir uns theoretisch jetzt nur noch um die da oben kümmern. Muss noch ein paar Rohstoffe mitnehmen. Oh, hier schwebt was in der Luft.
Halleluja, Halleluja. Alter. Ich schaff's auch nicht, mich zu konzentrieren, ne? Ist ganz schlimm. Warum ist es so? Warum bin ich so? Okay, Moment. Ach komm, Alter. Nee, nee, ich habe da jetzt keine Zeit für. Ja, ich weiß. Es macht halt gar nichts. Wenn du zufällig... Nein! Zufällig deinen Hintern hier runter bewegen würdest. Ah, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, ich... Ach, Leute, ey. Was zur Hölle? Okay. Das heißt... Ja, benutze ihn oder... Ja, ja, das weiß ich doch, liebes Spiel. Mann, ey. Okay. So, wir probieren dann nochmal unser Glück mit dieser Angriffswelle. Ja, überspringen. Okay. Überleben. Ich hätte gerne die Bretter. Ich will schieben. So. Nee. So, das machen wir da dran. Warte, hier oben. Hier oben waren doch Bretter noch irgendwo. Habe ich die nicht irgendwie... Sind hier nicht irgendwo noch Bretter? Nee, okay. Hab auf dich gewartet, Superheld! Ja, bin ja da. Mach was raus! Hallo? Jetzt ist doch... Schieß doch auch mal! Au. Ach, ihr habt gesagt, ich soll den auf die Füße schießen, ne? Auf die Beine. Dann kann man sie so super gut. Ja, ich würde ja gerne. Ja, ich möchte ja. Aber. Ja, ich bin doch dabei. Ja, dann hilf du mir doch. Vogel. Er ist aber auch... Mir hilft er halt auch nicht. Ah. Ja, ich bin auch schon wieder tot. Ach, Leute. Ja, okay, wir überziehen das jetzt heute ein bisschen. Ich will das schaffen. Ja, im guten Timing. Okay. Okay, ich konzentriere mich jetzt einfach. Moment. Ich konzentriere mich jetzt einfach hart. Okay. Okay, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Eine Horde von denen gegen uns zwei. Nicht zu vergessen. Wir machen das hier. Hä, ich habe doch gerade die Bretter mitgenommen. Kann ich das die damit nicht verschließen? Vergiss das Stretching. Ja, ja, halt die Klappe. Kannst du mir schnell die Bretter geben? Dann kann's losgehen. Danke. Entspann dich, Cowboy. So, dann machen wir das nämlich dahin. So. Okay, gut. Das war gut. Au, ich habe nicht aufgepasst. Oh, Leute, ich brenne. Das ist doch schon wieder scheiße.
Mann, ja, Mann! Du bist halt kein cooler Helfer-Dude. Langsam hab ich genug. Ja, ich auch, falls es dich tröstet. Aus dem Weg! So, der wandelt sich sonst gleich, da habe ich gar keinen Bock drauf. Mann, das ist auch, manchmal ist das halt auch super ätzend, finde ich, weil er auch dann nicht das macht, was er machen soll. Ah, ja. Hör auf, dich zu wandeln. Okay, grünes Kraut ist schon mal gut, das stecken wir gleich ein. Bretter, nice. Achso, warte mal, die können wir... Ah, ja, ich überlege gerade, wo ich die Bretter hinpacke. Nein, ich kann gerade nicht. Okay, kannst du da kurz den Weg frei machen? Ja. Lasst mich, ich muss da kurz was zunageln. Lasst mich! Ach Gott, Mann! Okay, 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 Moment, Moment. Ich habe da eine Handgranate. Ah, lass mich! Ich bin gut! Danke. Ja, vielleicht. Hat auf jeden Fall Stil. Meine Fresse, ich habe das damals schon gehasst, wie die Pest. Leute, ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Wir lassen es bleiben. Ich glaube, ich muss es einfach beim nächsten Mal nochmal machen, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe hätte. Weil mein Gehirn ist gerade, ich kriege es gerade nicht koordinativ hin. Ich bin nicht darauf vorbereitet, ich bin nicht entspannt, um das irgendwie hinzukriegen. Deswegen, wir haben eh schon überzogen. Ich beende den Part an dieser Stelle. Das fröhliche Sterben geht dann im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dann trotzdem wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss.